Mit Mauro Icardis Wechsel zu PSG endet ein einjähriges Hin und Her. Bei Inter streikte der Stürmer letzte Saison, wurde suspendiert und als Kapitän entmachtet. Zuletzt wollte er Inter sogar verklagen. Und dennoch sah es lange nicht nach einem Wechsel aus. Icardis Frau twitterte Ende August ein Bild mit Inters Spielerfrauen und schrieb dazu: ein weiteres Jahr zusammen. Doch dann kommt es zum Wandel bei Wanda und zum Wechsel von Icardi. Wanda Nara, die Spielerfrau, die gleichzeitig Icardis Agentin ist. Sie liebt die Öffentlichkeit, Glamour und Fußballer. Wie Sport1 Italien-Experte Giovanni Cosentino weiß. Mit 18 hat schon angefangen in TV, Theater. Sie war die Schwester von Zaira Nara. Zaira Nara war die ehemalige Frau von Diego Forlan. Man kennt Diego Forlan von Manchester United, Atletico Madrid und so weiter. Also, und dann wurde sie dann mit Maxi Lopez zusammen und die hat eine Familie mit ihm, mit 3 Kindern gemacht und die sind alle 2008 nach Italien dann gewandert. 2012 wechselt Lopez dann zu Sampdoria Genua. Beim Club aus Ligurien steht auch ein anderer Argentinier unter Vertrag, Mauro Icardi. Der freundet sich mit Lopez an und mit dessen Frau. Icardi ist ein junger Spieler im Vergleich zu Maxi Lopez, der in der jungen Mannschaft von Sampdoria Genua gespielt hat. Und auf einmal war Icardi in der ersten Mannschaft auch mittrainiert und durch die Nationalität Argentinien. Beide Argentinier sind die dann Freunde geworden und Icardi hat angefangen, die zu Hause bei Maxi Lopez als Stammgast zu sein. Bis irgendwann war dann in Twitter, die haben es getwittert und irgendwann hat Icardi geschrieben, ich liebe Wanda. Und auf einmal ist dann losgegangen über Twitter. Wanda Nara wechselt also den Spieler und kümmert sich dann um die Wechsel des Spielers. Nara heiratet Icardi nicht nur, sondern managt den Stürmer fortan auch. Und die härteste Spielerberaterin der Welt schreckt dabei vor nichts zurück. Ja, sie hat den Ruf, ganz lustig, als die weibliche Raiola. Also Mino Raiola kennt jeder. Nur Mino Raiola hat viele Spieler. Sie hat nur einen Spieler und das ist Mauro Icardi. Und seit 2014 ist sie Beraterin von ihm und hat sie natürlich in die Welt gebracht durch ihre Publizierung und ihre Twitter, dass jeder will Icardi. Jetzt also der Wechsel nach Frankreich, weil Icardi Lust auf PSG hat und vielleicht auch, weil Wanda Nara Lust auf Paris hat. Wenn man so viel Geld anbietet und Wanda Nara ist überzeugt davon, dann hat Mauro Icardi keine Chance, weil sie wird dann entscheiden. Wanda Nara hat entschieden. Icardis Leihe bringt Inter beim Ziehen der Kaufoption ca. 70 Millionen Euro ein. Thomas Tuchel bekommt neben Neymar und Cavani einen weiteren nicht ganz pflegeleichten Charakter für seine Offensivabteilung. Mauro Icardi, Wanda Nara und Paris. Ob der Wechsel in die Stadt der Liebe eine gute Entscheidung ist, wird sich zeigen und gezeigt werden. Dafür sorgt Wanda Nara schon.